Hi Leute, Hi. heute geht es um das Thema Cockholding. Es hatten ja ein paar kommentiert, dass sie gerne mal ein Video zu dem Thema hätten. Und wir haben auch regelmäßig damit zu tun in der Livecam. Und da dachten wir, erklären wir das heute mal. Der Google-Begriff oder Wikipedia-Begriff, die Erklärung davon, tut es schon sehr gut zusammensetzen, was Cockholding ist. Also als Cockhold wird im Allgemeinen in der BDSM-Szene ein Mann bezeichnet, der in einer festen Partnerschaft oder Liebesbeziehung durch den intimen Kontakt seines Partners mit anderen Personen sexuellen Lustgewinn erlangt. Dabei kann der Cockhold voyeuristisch, masochistisch und oder devotes Verhalten bevorzugen. Ja, was würdest du sagen, was hast du so am öftesten in der Cam? Welche Varianten von Cockholding? Also trifft auf jeden Fall alles zu, nur der eine Punkt mit in der Liebesbeziehung, da gibt es auch welche, die sagen direkt, die wollen schon der Freund von einem sein, als Rollenspiel sozusagen, aber gibt es auch viele, die einen halt jetzt nicht in der Beziehung sehen oder so, sondern einfach nur sehen wollen oder hören wollen, wie man von jemand anders befriedigt wird und sie selber dürfen halt nicht ran. Und ja, es gab ab und zu selten schon mal Fälle, wo auch Masochistische dabei waren, die dann zum Beispiel wissen wollten, was man mit seiner Freundin anstellen würde, wenn man jetzt den dominanten Part übernimmt. Aber meistens sind es eher Devote, finde ich, die Cuckolds dann sein wollen. Ja, und die wollen dann auch ordentlich gedemütigt werden. Alles, was dazu gehört, ne? Genau. Also ich habe auch meistens die devoten Cuckolds in meiner Livecam. Die wollen halt im Rollenspiel erniedrigt werden, dass sie es nicht schaffen, die Frau zu befriedigen. Und ich übernehme dann halt den Part ihrer Frau, die dann vor ihren Augen Verkehr mit jemand anderen hat, der Mann genug ist, mich zu befriedigen. Und der arme Cuckold, der es nicht bringt, der darf dann vielleicht mal das Glied desjenigen, der ran darf, vorblasen, quasi, dass der einsatzbereit ist für die Frau und die Frau nur noch den Part vom Genießen hat. Die lässt sich dann schön von dem fremden Verführer natürlich befriedigen. Der Cockhold hat dabei eine unterstützende Wirkung. Ja, der will schon richtig benutzt werden auch. Genau. Ne? Der darf dann auch am Ende, stehen auch sehr viele drauf, wenn dann die Löcher schön vollgespritzt sind, das alles sauber zu lecken. Genau, also der Cockhold will wirklich der Frau überall zur Hilfe kommen, der will sie sauber machen nach dem Akt, der will die Reste weglecken, der will beim Verkehr den Kitzler zum Beispiel lecken, dass die Frau noch mehr genießen kann. Also der ist quasi wie ein Butler beim Sex, könnte man schon sagen. Und aber es ist ja auch verschieden, ne? Also es genau. Trifft jetzt ja nicht auf alle zu. So manche, die wollen auch gar nicht ja. ran dürfen. Also überhaupt nicht. Und dann gab es aber auch schon welche, die wollten dann doch irgendwie noch am Schluss, Ende gebeten werden, dann doch genau, ja. zu machen. Manche ja. wollen das dann auch, dass die Partnerin am Schluss, wenn die vielleicht ganz viele sogar hatte, also wie bei so einem Bukake-Rollenspiel fast schon, also dass die von sehr vielen, ja, wir versuchen es heute mal mit nicht so jugendunfreundlichen Begriffen, vielleicht, dass das Video mal grün wird oder orange zumindest, ja, wenn die Frau am Schluss ganz viel Sahne auf sich gekriegt hat, dass sie dann natürlich dann auch vielleicht als allerletzter ran dürfen und quasi dann, ja, der letzte von drei, vier sind, der dann ja. in die ordentliche Sahnepackung reinspringen darf quasi. Ja, oder manchmal ist es auch so, dass es schon den Cockhold erregt, auch nicht dabei zu sein, sondern die Vorstellung, dass ihre Ehefrau eine Affäre hat und sich wegschleicht und gerade dabei ist, ihre Affäre zu besuchen und Spaß zu haben und der Cockhold sitzt zu Hause und wartet auf sie. Also das erregt auch schon sehr viele. Ich habe manche ja. in der Cam, die sagen mir so, ja, die Frau geht angeblich immer zu ihrem Mädelsabend einmal in der Woche und kommt dann total fertig nach Hause, aber irgendwie so glücklich und die wissen dann eigentlich, die war bei der Affäre, haben vielleicht sogar bei der Frau auf dem Handy schon Videos oder eindeutige Nachrichten gesehen. Und ja, gönnen ist ihr halt so richtig, ne? Dass die ja. ihren Spaß hat, nur halt nicht mit dem Ehepartner. Und ja, haben dann dadurch ihren Lustgewinn einfach, dass die wissen, dass die Frau weg ist und vergnügt sich gerade. Ja, und was auch häufig dazu kommt, was oft in Kombination auftritt, ist halt, dass die auch auf SPH stehen. Und genau. ja,
gehört ja auch zur Demütigung dazu. Aber einfach auch, dass man denen das so oft wie möglich unter die Nase reibt, dass sie es einfach nicht bringen und auch, dass jede Frau, die sie jemals haben werden, sie betrügen werden auf jeden Fall. Also genau. Sie auf ewig dafür verdammt sind, quasi die Frau sich teilen zu müssen, wenn sie überhaupt das Glück haben, eine Frau zu finden, die sie halten können. Ne? Dann müssen sie es ihnen auf jeden Fall gönnen, dass sie fremd geht. Ansonsten werden sie ihr restliches Leben alleine. Also das ist auch so oft ein großer Punkt bei den Cuckolds, den die gerne hören. Und ja. Also ich finde, es ist nicht das Schlechteste, was man haben kann, ein Cuckold, oder? Ja, schon praktisch. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Ne? Man ist auf jeden Fall immer befriedigt, ob es der Cuckold ist, der einen schön leckt, bevor man dann den richtigen Verkehr hat. Oder ob man einfach die Affäre hat und der Mann daheim hockt und sonst sich um alles kümmert. Der Cuckold ist für viele Sachen zu gebrauchen. Also ihr könnt uns ja gerne wissen lassen, ob ihr ein Cuckold seid. Oder es werden wollt, vielleicht bei was uns. Was mich auch interessiert, ob ihr das, wenn ihr jetzt ein Cuckold seid, ob ihr das nur in der Fantasie bevorzugt oder auch schon ausgelebt habt, richtig? Genau. Auch mit eurer Partnerin, ob die Bescheid weiß. Genau, das wissen ja viele Partnerinnen auch nicht. Ne? Also bei genau. mir sind sehr viele Cuckolds, die sagen mir, oh, sie würden sich so wünschen, dass die Frau so ein Flittchen wäre und sich austobt. Aber sie wissen genau, irgendwie die Frau, die ist zu treu oder die hält da gar nichts davon. Ne? Und ja, würden sich's eigentlich extrem wünschen und versuchen dann manchmal auch schon Kontakt herzustellen, wenn die wissen, ah, ein Kumpel von denen hat einen ganz besonders großen, dann versuchen sie die Freundin oder die Frau damit bekannt zu machen und sagen, ah, guck mal, der ist doch ganz nett und erhoffen sich dann, dass da was zustande kommt, ja. Also ganz lustig eigentlich. Ja, teilt uns gern eure Erfahrungen mit und dann sehen wir uns beim nächsten Video schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.